Heißt das, mein Kartellbild ist von jemand neuen übernommen? Krass. Bitte, mein Freund, wirst du das tun? Sicherlich, Capo. Miguel grinst selbstgefällig. Der Leutnant drapiert die Fliege an seinem Hals und bindet sie sorgfältig zu. Es ist nur Business, das versichere ich dir. Weißt du, man sagt, dass der Weg zum Herzen eines Mannes über seinen Bauch führt. Nun, der Weg zum Herzen eines Stars führt durch die Nase. Heute Abend werde ich mit den reichsten Prominenten und Politikern plaudern, um neue hochkarätige Kunden für uns zu gewinnen. Natürlich, Capo. Erfolg bringt Erfolg hervor. Berühmt sein ist ein exklusiver Club und alle reden. Schon bald werden wir die größten Kokainexporteure der Welt sein. Wir müssen für die Arbeit bereit sein, die der morgige Tag mit sich bringen kann. Der Leutnant bindet sich endlich die Fliege fertig, während Miguel sein Spiegelbild mustert, den Anzug zurechtrückt und die roten Stellen an seinen Knöcheln berührt. Gelb steht mir gut, oder? Wie schon der, der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Miguel Angel Gacha, Dealer der Stars. Ach, guck mal, meine alten Dinger. Die Residenz wohl beschlagnahmt. Der Verdacht der Feds war begründet. Sie fanden illegale Materialien auf deinem Eigentum und schlossen vorübergehend alle benachbarten Gebäude. Nach Ablauf der Untersuchung kannst du deine Gebäude freikaufen. Aber witzig, dass es nicht zu Ende ist, sondern dass es halt wirklich noch weitergeht. Aber mein Kartell wurde zerfickt. Das andere Problem, ich kann gar kein Kokain herstellen. Jedenfalls nicht, solange ich das erforscht habe. Upsala. Koka brauche ich eine Stufe 3 Plantage. Also erstmal viel vom Alten machen. Verkauf Mehl. Nein, man streckt mit das erzähle ich euch lieber nicht. Na? Helf mir, meine Drogenfarm aufzubauen.
Also hier unten war natürlich irgendwie eine größere Plantage, da komme ich natürlich jetzt nicht mehr dran. Vor allem, weil die einfach weg ist. Moment, weißt du, was ich machen kann? Gebäude. Ein Gebietslager und daran kann ich mich Gemüse kaufen. Glaube ich. Ich glaube, so war das. Eine Kirche vergibt mir auch nicht meine Sünden. Nicht mehr als andere Kirchen. So, Rohstoffbeschaffung errichten. Obwohl, das ist ja voll umständlich. So, du bringst mal Geld zum Waschen nach da oben. Das scheint mir immer ein bisschen wenig zu sein, oder? Wie produzieren die denn? 14 auf 5 Tage. Ich glaube, wenn ich mich nur auf den Einkauf hier verlasse, wird das nämlich nichts.
Vergesst nicht, die Polizeipräsenz zu schmieren, wenn das mal möglich wäre. Nicht, dass die zuerst in Zwischenlager müssen. Ah ja, doch, müssen die ja. $36.000 zum Freikaufen, 108.000 zum Freikaufen. Ihr habt da alle einen Schuss. Ich war die ganze Zeit loyal dir gegenüber. Ich verdiene eine Beförderung. Du bekommst eine Beförderung, Kumpel. Entführe einen reichen Mann und erhalte legales Geld als Lösegeld. Gringo. Ich werde nicht enttäuschen, Boss. Soll ich es aber endlich mal forschen. Zum Beispiel Cannabisforschung. Ja gut, jetzt habt ihr ein bisschen Aufmerksamkeit der DEA. Hört dich doch nicht kidnappen sollen. Hört dich ein sauberes Geschäft halten sollen. Ein sauberer, ganz normaler Transport von Opium. Damals, als es noch Opiumhöhlen gab, war alles besser. Da konnte man sich noch vernünftig entspannen, ohne gestresst zu sein. Ich sehe, der darf da unten die Straße nicht lang bauen. Ah, wo ist unser Opiummeister? Geh mal dahin.
Opium macht gar nicht träge. Wer erzählt denn so einen Unsinn? Ja, die Opiumproduktion wird auch erhöht dadurch. Lagerhallenkapazität, Gemüsemenge, die produziert werden kann, auch erhöht werden. Wahrscheinlich musst du beim anderen schon eher den Kaffee benutzen. Das muss ein Typ übernehmen. Komm mal her. Ihr seid mir zu langsam beim Liefern. Juhu, Cannabis. Kein Kaffee. Ich möchte gerne eine legale Cannabis-Farm aufbauen. Ja, hier sind die Formulare. Juhu! Opium macht Opi dumm. So eine schöne Trockneranlage. Ja, bitte das Lager abreißen. Ich brauche nachher wahrscheinlich nochmal irgendwas, um Geldwäsche zu betreiben. Cannabis scheint ein bisschen schnell zu wachsen. Ich war dir gegenüber immer die ganze Zeit loyal. Dann bekommst du eine Gehaltserhöhung, Kumpel. Sind zu viele Farmen. Die zwei reichen schon. Beziehungsweise ich habe nicht genug Transport. Also die sind zu weit weg, um die Transportgeschichte voranzubringen.
bin irritiert. Ach so, der bringt das getrocknete Cannabis zurück ins Lager. Ich denke schon so, getrocknetes Cannabis wird produziert und ist dann weg. Lieferung abbrechen, du hast genug Opium transportiert. Das macht uns die DEA, die Werkstatt kaputt. Also ich denke mal, für Kaffee gibt es hier keinen speziellen Bereich. Ich weiß, mein Geld schwindet dahin. Ich würde gerne Kaffee mit getrocknetem Cannabis kombinieren. Das auch mit Gemüse kombinieren sollen oder Gewürze. Ach, umso hochwertige Ware, umso mehr Ware kann ich da reinpappen. Na, nicht immer. In Hühnchen passt zum Beispiel nur 3 Cannabis rein. In eine Konsole 6, in den Fernseher 10. Gewürze 6. Oder kommt es auf die Ware drauf an? Ne, ist hier dasselbe. Gemüseverhältnis 3:1. Die beiden brauche ich nicht. Wer kassiert die ganze Kohle? Ich habe ganz viel Geld ausgegeben, deshalb kassiert zurzeit keiner die Kohle. Und wenn der Hafen von der DEA kontrolliert wird, passiert da auch nichts. Drauf geschissen. Macht hier halt auch Gemüsemischung. Acht Tage für den Anbau von Kaffeebohnen ist mir zu viel. Okay, Gemüse dauert auch lange.
So Opium ist 91, getrocknetes Cannabis ist $290 pro Einheit. Da ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr zu holen. Weil dir gegenüber, ja, du kriegst eine Gehaltserhöhung, Kumpel. Weil du die ganze Zeit am Hafen rumstehst und wartest, dass da nichts passiert. Kostet nochmal 7.000. Cannabis in Kaffee. Das wird dann bedeuten, 90 mal 300, eine ganze Menge Kohle. 9.000. Ne, stimmt gar nicht. 26.000 Cannabis. Gut, dass ich mich komplett verrechnet habe. Macht nichts. Du kannst ein bisschen mehr Geld kriegen. Ach du Scheiße. War schon 32.000 am Hafen. Ich brauche hier oben, deshalb habe ich ja vorhin das Beschaffungsding kaputt gemacht, weil ich brauche was anderes zur Geldwäsche. Weil Cannabis ist schon sehr viel lukrativer. Beispiel ein Juwelier. Der wäre nicht ganz so teuer wie ein Casino. Bring mir mein dreckiges Geld. Aber Dalli.
Der Geldwäscheintervall ist so kacke, weil der einfach auf 7 Tage ist. Gemeinnützige Stiftung, wer will denn sowas? Ja komm, bauen wir ein Casino. Vergnügungspark, Casino, alles dasselbe. Lieferung abbrechen. Geldwäsche im Monat. Ich wünschte, es gibt einen noch schnelleren Modus als dreifach. Also eigentlich... Ah, gut. Muss Geld zum Casino bringen, damit das aufgebaut wird. Ein bisschen Geld, indem ich die auf schmutzigen Betrieb umstelle. Ach, wobei ich sehe direkt, verdammte Hacke. In dem dümmlichen Ding ist ja kein schmutziges Geld mehr. Also in der Lagerhalle hier. Es muss ja eine Residenz sein. Die Fähigkeit Ernteintervall. Du auch. Nee, du machst das hier. Dann wird Lager 2 freigeschaltet. Mehr Fahrzeuge. Was geht bei dir? Oh, die stärker machen? Nee, macht auch keinen Sinn. Nee, aber gerade, dass in dem Kartell selbst eine gewisse Anzahl von Rängen verfügbar sind. Also es können nicht alle Meister werden. Irgendwann sind die Plätze vergeben. Du kriegst eine Stärke plus 1. Wo ist das? Ah.
Baut das Casino schneller. Ist ja ekelhaft alles. Lass mich raten, das würde wahrscheinlich in der Übersicht von allen Gebäuden besser gehen. Ach, sehr schön. Und ich bin arm. Tja, ich muss jetzt einfach mal kurz einen Kredit aufnehmen. Ist gut. Weil ich zu viel Geld verdiene. Beziehungsweise nicht zu viel Geld. Also ich kann nicht genug Geld waschen. So, kann ein weiteres Ziel anvisieren. Hat ein größeres Lager, ist aber auch teurer. Bist du schneller in der Effizienz? Nee, bleibt gleich schlecht. Ah nee, jetzt ist es schneller, 4 Stunden. Nee, Stunden, Moment, es war vorher 3 Stunden. Ich verstehe das Spiel manchmal einfach nicht. Das Casino wäscht aber gut Geld. Das muss man sagen. Muss ich eigentlich an euch Ah, okay. Ich kann euch auch schmutziges Geld schicken. Der hat mir 50.000 sauberes gegeben und ich gebe 65.000 Schwarzgeld. Das nenne ich ein gutes Geschäft.
glaube, ich muss gleich was anderes spielen. Mich macht das langsam ein bisschen kirre hier. Auch wenn ich weiß, dass der eine oder andere Mega-Fan ist von irgendwelchen... Wie soll man sagen? Wundervollen Drogen, die da spielen. Aber in Cannabis-Farmen kriege ich die Krise. Dann hast du 50 Cannabis da und das wird nicht abgeholt, weil dein Lager zu kacke ist dafür. Weil es mit 3 LKWs nicht in der Lage ist, 4 dämliche Farmen abzugrasen. Und ich habe aus Versehen Opium hier angepflanzt. Warum greift der denn jetzt alles ab? Warum macht er das nicht so, dass das geliefert wird an die nächste? Fällt einem nichts so ein. Noch besser ist, dass ich als Ziel den Trockner angebe, der aber nie was bringt. Das Lager hat keine direkte Verbindung. Stimmt. Da muss ich dir wohl dann einfach mal recht geben. Oh, jetzt bringt er sogar den... Leute, so funktioniert das hier nicht. Dieses Liefersystem klappt vorne und hinten nicht. Jetzt hat er angefangen, die Joints nach da oben zu bringen. Toni musste anhalten. Danke für die Information.
Ich weiß auch nicht, warum ich so angespannt bin bei dem Spiel hier. Wahrscheinlich, weil ich mit Drogen handel. Aber eigentlich kann ich doch ganz entspannt sein. Sind doch nur digitale Drogen. Danke, Joe. Ich glaube, das klappt ganz gut in dem Aufbau. Der Song erinnert mich jetzt ein bisschen an James Bond. Hallo Pluf, wie findest du das Spiel? Ich kann nicht verstehen, was du meinst. Ist voll. Sei mal ein bisschen entspannter und chilliger. Wenn du hier mit dem Kartellboss reden willst. Upsala. Die drei Farmen betreiben wohl einen Trockner ganz gut, obwohl das ist immer noch nicht perfekt. Weil wenn der hier anfängt, die Sachen da hochzuliefern, die Straße ist zu schlecht. Na, die Transporter sind nicht
die sind nicht so schlau. Anstatt dass der einfach nur einen Transporter hochschickt, um die Joints zu liefern, für die Verpackung, macht er natürlich hier einen riesen Aufriss. Aber eigentlich läuft mein Kartell doch ganz gut. Aber das Umbau hat so viel Geld gekostet. So, jetzt gibt in die letzten... Ah, verdammt. ...7.000. Du hast ja noch 12.000. Alles klar. Habe ich wenigstens meine Schulden bei der Stadt bezahlt. Bin gespannt, ob Proof Evil Genius 2 spielen wird. Evil Genius 2 habe ich sogar schon gespielt. Aber ich darf nichts zeigen bis... Wir haben schon Donnerstag, ne? Bis morgen. Freitag 17 Uhr darf ich euch 2 Stunden von Evil Genius zeigen ab... 17 Uhr, glaube ich, war das. Und ja, es ist ein fettes 10-Spiel. Obwohl mein geübtes Aufbaustrategiespiel 19 Uhr. Mein Terminkalender sagt ganz klar 17 Uhr am Freitag. Und das werde ich auch gesagt haben. Stampf mal die Farm ein. Wobei... Nee, musst du gar nicht. Mach die mal wieder aktiv. Wo soll ich das denn unterbringen? Kann ich gar nicht. Hab gar nicht die richtigen Gebiete dafür. Ihr müsst da sofort das Geld wegbringen. 89.000. Was passiert hier? Wieso seid ihr plötzlich so scheiße effizient? Thank you.
Schlossresidenz, exportiert schmutziges Geld von Umschlagplatz und lagert und liefert es in den Stadtgebäude. Sammlerresistenz. Ach so, das sind unterschiedliche Residenzen. Die sehen nur anders aus. Ja, ist alles aus, weil Geld noch gewaschen werden muss. Aber trotzdem, du hängst ja ständig hier an irgendwelchen Ecken an den Grenzen deines Kartells. Weil jetzt kann ich halt das Geld, schön, dass ich viel Geld verdiene, aber ich kann es gar nicht waschen. Weil es einfach viel zu viel Kohle ist. $145.000 schmutziges Geld. Die Überflutung der Residenz hat Terror erhöht. So viel zu, achte darauf, dass deine Lieferketten optimal sind. Meine Lieferketten sind optimal. Ich produziere halt einfach nur zu viel Kohle. Schlage die feindliche Gang zurück. Oder soll ich es wirklich schaffen, auf dem Gebiet hier Kokain zu produzieren? Kokaina. Kokain. Daran teste ich, ob ich die Stärke von den beiden kombinieren kann. Bei einem Angriff. Ja. Dann ist ja gut. Ich wollte schon sagen, kann nicht sein, dass mir sauberes Geld fehlt.
Danke, Pillratte. Für dein Prime. So, nieder mit der feindlichen Gang. Ah, wir zünden die Straßenzüge an. Zwei Leute machen voll Terror. Die Dinger werde ich doch eh nie zurückkaufen bei 48.000. Habe ich schon abgerissen, du Idiot. Weil ich nicht verstehe, ich habe das den Zirkus und das Casino angegeben, dass da Gelder hingebracht werden sollen, aber passiert halt auch nichts. Das mache ich auch manuell. So, ich weiß, zu wenig Kaffee kommt. Wenigstens ein paar mehr Kaffeebohnen sind drin. Meine Güte. Hast du nichts, was automatisch Geld wäscht? Das sind die automatischen Geldwäscher, so gesehen. Ich glaube, ich hätte vom Aufbau was anders machen müssen. Also die teuren Sachen in der Nähe der Residenz. Damit die, sag ich mal, mit dem Schwarzgeld betrieben werden können. Ich sehe gerade, dass der automatisch die Kohle holt. Vom Hafen. Ich brauche gar nicht den Geldtransporter. So, habt ihr langsam mal die Stadt eingenommen? Ich brauche mehr Geldwäsche-Institutionen. Ne, du könntest eine Residenz in der Nähe aufbauen und die macht das dann mit den Transporten selbst. Theoretisch.
Und dabei ist die gar nicht überfüllt. Der macht das auf Maximum. Und das ist es dann. Warum laufen die Leute sich mit schmutzigem Geld? Doch, tun die auch. Mein Fehler. Da muss das auch an der Stelle sein, wo die das Geld bekommen. Also wo die in der Nähe sind. Von einer Residenz. Oder? Ja. Der nimmt dann nämlich die Bohnen. Boah, so ein Unsinn. Das Konzept ist nicht so geil. Macht mir auch Kopfschmerzen. Deshalb, das hat wirklich, das braucht, also, es ist ganz nett von den Mechaniken her, aber es braucht noch ein bisschen Zeit im Early Access, definitiv. Das ist richtig schlecht. Und alles nur, weil die Übernahme der Stadt jetzt kacke war. Da habe ich keine Kontrolle über die Stadt. Ich würde jetzt aufhören. Also auch aufnahmetechnisch. Das ist zwar alles ganz nett, aber das finde ich immer noch ein bisschen unausgegoren. Irgendwie kriegt man nicht hin, einen vernünftigen Wirtschaftsablauf zu machen, außer man macht die ganze Zeit irgendwelche Mikromanagement-Kram mit seinen loyalen Leuten. So sieht das hier alles ganz nett aus und das macht ja auch irgendwo Sinn, Drogen zu produzieren und irgendwie die Polizei wird aufmerksam, aber es eskaliert halt einfach massiv. Jetzt weiß, was ich machen muss, um Dispox zu holen. Auch das hier, dass wenn meine Lagerhalle normal gefüllt wird mit Geld, dass dann sofort, sag ich mal, den Terror erhöht. Das bricht mir gerade einfach das Genick, weil ich zu viel Geld verdiene. Da musst du wieder anfangen, alles Mögliche hier zu deaktivieren, damit irgendwie deine Produktionskette funktioniert, die eh nicht sehr durchsichtig ist. Und das macht mich so ein bisschen kirre in dem Spiel. Wobei jetzt, mit denen, die, sag ich mal, wenn die in der Residenz sind, mit dem
Schwarzgeld zu bezahlen, also mit dem schmutzigen Geld, macht halt schon mehr Sinn, aber mein Hafen läuft halt voll mit Kohle. Ich müsste eigentlich ganze Produktionsketten einstampfen. Zu wenig Automatisierungsmöglichkeiten hemmen den Spielspaß. Ja, vor allen Dingen, man müsste halt das mit der Forschung, vielleicht denke ich auch einfach zu groß dimensioniert, vielleicht musst du in einem kleineren Maßstab denken, mit dem Ausbaugeschichten. Aber da muss man nochmal reingucken, wenn es ein bisschen weiter ist in der Entwicklung. Und auch die ersten Feedback-Geschichten, wenn es jetzt bei Steam morgen den Release hat. Weil so ist ja die Aufmachung und alles ist ja ganz cool. Ihr merkt schon, es ist das Fazit irgendwo und auch das Ende von der Aufnahme. Es wird ein mehrteiliges angespielt sein. Sag ich jetzt zum Ende. Oder zu schnell expandiert, geht auch. Das ist der Wahn von, ich brauche meine Ressourcen. License-Fair-Prinzip. So, aber wer auf YouTube das angespielt gesehen hat, danke fürs Zuschauen. Aber hier machen wir erstmal Break.